Our home for tonight. Ja, Jamie und ich kamen also auf Panda Island an, wussten auch schon, wo wir übernachten möchten. Es war ein kleiner Beach, den wir auf der Karte gefunden hatten. Allerdings wurde uns dann sehr schnell von den Anwohnern und Leuten am Strand mitgeteilt, dass das Wasser über Nacht sehr stark ansteigt und dass es eigentlich sehr gefährlich wäre, dort zu übernachten. Und davon wurde uns sofort abgeraten. Nachdem wir uns dann auch noch bei Anwohnern in der Nähe vom Beach informiert hatten, ob es denn möglich wäre, am Straßenrand zu campen, und wir darüber informiert wurden, dass das nicht möglich ist, machten wir uns ziemlich enttäuscht auf den Weg die Straße hinauf und wollten dann irgendwo anders was suchen. Problem war aber vor allen Dingen, dass mein Reifen immer schlimmer wurde und sogar das Schutzblech meines Fahrrads berührt hat. Das Ganze hat sich nicht so toll angefühlt und auch nicht so toll angehört. Deswegen wollte ich auch nicht mehr so viele Kilometer auf dem Fahrrad machen. Also sind wir die Straße hochgegangen. Jamie ist nach links abgebogen und wollte sich da einen Platz mal anschauen. Und ich meinte nur zu Jamie: Hey Jamie, hier ist ein offenes Tor. Ich frage einfach mal die Leute, die ich da hinten sehe bzw. gehört habe. Und ja, habe ich mich etwas schüchtern an das Tor gestellt und dann kam auch schon nach ein paar Sekunden ein Auto rausgefahren, ohne dass ich überhaupt reingegangen bin. Und eine sehr nette Dame sprach mich an, wie es mir denn geht. Und dann habe ich kurz die Situation erklären wollen. Dann meinte sie: Weißt du was, red mal hier mit meinem Neffen. Ich muss jetzt zur Fähre, aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hat mich ganz kurz ihrem Neffen und dessen Freundin vorgestellt. Das waren Matthew und Katie. Dann lernte ich auch noch den Vater von Matthew kennen, dem das ganze Grundstück hier gehört. Das ist der Murray. Ja, dann lernte ich Matthew und Katie kennen, die super freundlich waren. Ich habe denen meine Situation erklärt. Matthews Vater Murray kam dann auch noch dabei. Und ja, ohne dass ich viel gesagt habe, wurde uns dann auch schon angeboten, über Nacht hier zu bleiben. Und wie soll ich sagen, wenn man das Tor hier betritt vom Grundstück, dann merkt man, okay, hier wird viel gearbeitet, aber man kriegt gar keine Vorstellung, wie groß das Grundstück denn eigentlich ist. Denn ja, ich bin dann einfach Matthew gefolgt und er hat uns hier zu diesem kleinen Häuschen, wo wir denn heute Nacht übernachtet haben, geführt, was einfach wunderschön ist. Wir haben hier Blick aufs Meer. Hier ist die Terrasse. Wir hatten hier alles heute Nacht. Badezimmer, Küche, ein Bett. Sind direkt am Meer. Wir hätten schwimmen gehen können. Es war dann aber dann zu kalt. Haben uns aber gestern Abend dann noch den Sonnenuntergang angeschaut, was extrem schön war. Die Fähren kreuzen hier, das hat man gesehen. Weil das alles nicht schön genug war, scheinbar, haben wir dann auch noch Wale gesehen, direkt hier. Vor der Fähre. Es war ein wunderschönes Bild. Ich habe davon keine Fotos und auch keine Videos gemacht, weil ich es dann einfach auch mal genossen habe. Die haben wir so für 5 bis 10 Minuten beobachtet. Dann sind wir ans Wasser gegangen, haben uns dort noch einen Sonnenuntergang angeschaut, konnten unser Glück gar nicht fassen. Später dann, als es schon dunkel wurde, sind dann auch hier noch Rehe auf dem Grundstück rumgelaufen. Und ja, war wirklich alles super. Irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass es ja auch ein Gäste-WLAN gibt, was wir dann auch noch genutzt haben gestern, während wir gegessen haben.
war einfach angenehm und ich glaube, ja, kann sich jeder vorstellen, dass es einfach wunderschön einfach gestern war. Innerhalb von 5 oder 10 Minuten hatte sich unsere ganze anfangs etwas aussichtslose Situation geändert. Was dem Ganzen wirklich noch die Krone aufgesetzt hat, ist die Tatsache, dass Matthew selber leidenschaftlicher Fahrradfahrer ist und mir auf einmal einen Reifen angeboten hat. Dann habe ich gesagt, kann ich dir dafür was geben? Er meinte so, nee, gar kein Problem, kannst du haben. Murray, sein Vater, meinte dann auch so, ich habe gar keine Ahnung, woher dieser Reifen ist. Der lag hier rum, den kannst du benutzen. Ich werde gleich versuchen, den Reifen zu wechseln. Der sollte aber tatsächlich passen. Und ja, damit wäre das Problem auch schon erledigt. Jackpot also. Ich höre jetzt auch gerade schon das erste Auto, glaube ich, hier ankommen. Und unglaublich, was hier passiert ist. Und wir sind einfach nur super dankbar. Und können uns jetzt wahrscheinlich heute noch ein bisschen die Insel anschauen. Bisschen Einkäufe erledigen. Und dann werden wir auch so gegen 5 Uhr geht unsere Fähre, also relativ spät heute. Aber ist auch nicht schlecht. Die Zeit nehmen wir dann mit und nutzen das so gut es geht. Ja, wir haben ja einfach eine unglaublich tolle Gastfreundschaft erlebt, als wir dann gefragt haben, ob wir Mary was geben können. Ein paar Dollar oder sowas, meinte er, nein, 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 gar kein Problem. Und ja, wir haben die Leute 5 oder 10 Minuten kennengelernt und dann meinten sie auch schon, ja, wir müssen jetzt zum Dinner. Und dann waren wir allein hier auf dem Grundstück und ja, einfach nur unglaublich.